Ein weiter schöner Tag in Tsushima erwartet uns. Und unser Ziel haben wir vor uns. Ein Fragezeichen, was wir jetzt abgrasen werden. Und ein paar Mongolen, die wir abschnitzen werden. Mit Hunden. Haltet eure Köder daraus. Wir kämpfen ehrenvoll. Will ich doch meinen. Zack. Das gibt so schön Ehre zurück. Oder wie das auch heißt. Also die Mone. Ach, diese Töne, ne? Wenigstens gibt das Raubtierfell. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Alles natürlich. Gut. Du hast alles verpasst. Danke, mein Herr. Die Mongolen ergriffen mich, als sie Fort Imai einnahmen. Sie brauchten einen Außenposten. Leichter Zugang zur Küste. Gut gelegen, um ihre Truppen in Ozuna und Umugi zu versorgen. Sie durchbrachen die Mauer des Forts. Metzelten jeden darin nieder. Ich werde sie rächen. Bringt euch in Sicherheit. Okay, ein guter Plan. So, Nobu. Sehr gut, Nobu. Da lag seine Frau. Fuchsbau, Fuchsbau. Dann mal los, kleiner Fuchs. Okay, ich hätte auch oben lang gehen können. Aber so sei es. Dieser Schrein ist jetzt mein. Und der Fuchs lässt sich streicheln. Juhu! Ein gestreichelter Fuchs, ein besserer Part. Für jeden gestreichelten Fuchs, also für jeden Like, gibt es dem Fuchs, den ich gestreichelt habe, um 1000% besser. So, Nobu. Weiter Nebenquest. Kenji. Der Mann, der uns eigentlich immer in Schwierigkeiten gebracht hat und irgendwie merkwürdige Ideen hatte. Also seine Quests waren immer sehr... ja, strange. Ich bin mal gespannt, was er jetzt auf dem Herzen hat. Keine Zeit. Das sieht echt schön mit dem Sonnenaufgang aus. Oder Untergang? Ich glaube Untergang. Och, Nobu. Du hättest da nicht runterspringen müssen. Ich habe extra schon angehalten. Wo ist Kenji denn? Ach, hier, außerhalb, ne? Fürst Sakai. Kenji? Kenji, was tut ihr da? Ihr seid auf eine grandiose Gelegenheit gestoßen, mein Herr. An dieser Straße liegt ein feindliches Lager voller Nahrung, Kleidung und Medizin für Dutzende Menschen. Hunderte. Und die Mongolen sind ausgeflogen. Eine reife Pflaume, die gepflückt werden will. Und was verschweigt ihr mir? Die Situation ist ganz einfach. Keine Mongolen, viele Vorräte. Wir bedienen uns, um dem Volk zu helfen. Möglicherweise kommt ihr was Gutes dabei heraus. Ich folge euch. Ich wusste, ihr würdet verstehen, Fürst Sakai. Natu und der Sakehändler. Jetzt bin ich gespannt, Kenji.
Wie habt ihr dieses Lager gefunden? Ich folge diesen Kerlen schon eine Weile. Sie sind so arrogant, dass sie ihr Lager während Raubzügen unbewacht lassen. Auf wen habt ihr an der Straße gewartet? Wer, ich? Auf niemanden. Ich war unterwegs zum Lager, als ihr vorbeikamt. Ein paar Überlebende haben bei der Yarikawa-Festung Zuflucht gesucht. Sie brauchen Vorräte. Genau solchen Leuten versuche ich zu helfen. Kenji. Das ist doch eine Falle. Was habe ich euch gesagt? So schön, dass man weinen möchte. Seht euch um. Nehmt, was ihr tragen könnt. Hier ist reichlich Essen. Fisch, Gemüse, Reis und Hirse. Japanische, nicht mongolische. Sie finden Gefallen an unserer Küche. Ja, da muss ich zustimmen. Kenji, ich bring dich um! Wer seid ihr? Der Mann, der Kenjis Leben ein Ende setzt. Du hast mich dem Tod überlassen. Nein, gar nicht wahr! Ich habe Hilfe dabei. Das ist Fürst Sakai. Auch bekannt als Sagt der Geist. Sagt jemand, was hier vor sich geht? Jetzt! Kenji hat mich in die Falle laufen lassen. Das war keine Falle! Die Mongolen sollten für das ganze Zeug hier bezahlen. Taten sie aber nicht. Und dann haben sie meinen Freund Natu als Geisel genommen. Sie sollten für das hier bezahlen? Hört ihr? Sie kommen zurück! Bitte, schneidet mich los! Wo habt ihr diese Vorräte her? Wir haben sie Strohhüten gestohlen. Oh. Fürst Sakai, könnt ihr die Mongolen ablenken? Damit ihr fliehen könnt? Nicht ganz. Ich habe eine Idee. Vertraut. Schluss mit den Ideen, Kenji. Nehmt euren Freund und geht. Na, das war ja klar. Aber was wären wir, wenn wir nicht der Geist von Tsushima wären und das nicht die leichteste Aufgabe für uns wäre? Das Schloss klemmt! Beeilung! Beeilung! Geschafft! Ein Bär! Ein Bär! Schreit noch lauter. Oh ne, die haben den Bären freigelassen? Seid ihr bekloppt? Strohhüte auch noch. Also, ich wusste, dass das eine doofe Idee war. Das war Samurai. Tut was weg von unseren Sachen. Auf wen schießt er? Auf die Strohhüte oder auf mich? Oh, hallo. Seid ihr auf den King of the Hill? Und bis jetzt halte ich ihn. Und wer ist der Nächste? Wenn du den Mumm dazu hast, ihn mir zu nehmen, nutze. Kenji! Kenjis Freund! Ihr könnt rauskommen. Es ist sicher. Hier drüben! Wir sind eingesperrt! Wir dachten, hier drin wäre es sicherer. Dann fiel das Schloss zu. Oh Mann, seid ihr doof. Ich würde euch am liebsten da drinnen verrecken lassen, aber ich brauche euch vielleicht noch. Danke, Fürst Sakai. Ja, hab Dank. Ihr wisst, was jetzt passiert. Ich rolle dieses Sake-Fass bis ganz nach... Kenji, ich glaube, er ist wütend. Fürst Sakai, wir hatten immer die Absicht, unsere Güter mit bedürftigen Überlebenden zu teilen. Im Lager außerhalb von Yarikawa. Sammelt alles, was ihr könnt. Und wenn ich dieses Lager besuche, wird es vor Essen und Medizin aus allen Nähten platzen, richtig? Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Wenn ich, ihr wisst, was dann passiert. Ich lasse euch mein Katana spüren. An sämtlichen Knochen und Enden eures Körpers. Talisman des Vorteils. Schauen wir uns mal an. Geistwaffen versuchen ja. War von Anfang an eine schlechte Idee. Warum schlecht? Hat doch perfekt funktioniert. Das nennst du perfekt? Die Mongolen sind tot. Die Strohhüte sind tot. Und wir haben, was wir wollten.
Die Überlebenden von Yarikawa haben doch, was sie wollten. Oh Mann, Kenji. Auf nach Yarikawa. Ich hab dir was gesagt, Kenji. Halte dich dran. Ansonsten bist du, der vom Geist von Tsushima heimgesucht wird. Es gibt so interessante Orte, ne? Der ist jetzt auch niedergebrannt. Nichts Interessantes für uns. Ja, das wird mich auch interessieren, ne? Eine Norio-Geschichte. 4 von 9. Heißt das, wenn wir die abgeschlossen haben, ist sein Geschichtsbaum halt zu Ende? Ist das so? Oh, Strohhüte. Wo wollt ihr denn hin? Wo wollt ihr denn hin? Wo wollt ihr denn hin? Feiglinge. Verräter und Feiglinge. Alle, wie ihr da seid. Ja, wirklich. Tatsächlich. Kämpf, du elender Verräter. Wo sind die anderen beiden hin? Was mit ihm? Suchst du da irgendwas? Na gut, da hauen die einfach ab. Ich fasse es nicht. Fürst Sakai! Ihr seid Kenjis Freund. Genau, wir haben alles hergebracht, wie ihr gesagt habt. Wir sagten ihnen, es sei vom Geist. Gut, dass ihr das Richtige getan habt. Sehr gut, das freut mich. Yuna! Jin, da bist du ja! Ja, hallo Yuna! Was tun diese Menschen vor der Stadtmauer? Die Mongolen umzingeln Yarikawa. Niemand kommt hinein. Fürst Shimuras alte Rivalen zu gewinnen, war von vornherein schwer. Doch jetzt. Jetzt brauchen auch sie Verbündete. Denk mal nach. Wir helfen ihnen gegen die Mongolen und sie helfen uns. Ich brauche ihr Wort, bevor ich für sie kämpfe. Doch wir kommen nicht einmal in ihre Stadt. Doch, das geht. Durch den geheimen Eingang. Damals waren wir Kinder. Selbst wenn es ihn noch gibt, kommen wir nicht ran. Versuchen wir es. Ich weiß, von wo wir einen Weg zur Umgehung ausspähen können. Okay, dann nur zu. Die Mauern von Yarikawa. Wenn der Geheimgang geheim genug gewesen ist. Nach all den Jahren wieder hier zu sein. Überall kommen Erinnerungen zurück. Dann sieh nicht so viel an. Wart ihr hier, als die Yarikawa-Rebellion begann? Nein, wir gingen Jahre zuvor, als Kinder. Brachten eure Eltern euch weg? So in der Art. Das klingt nicht gut. Sie kommen zur Stadt. Lasst sie vorbei. Das waren ein paar viele Strohhüte. Alles sauber, hier lang. Ich folge, Yuna, ich folge. Das will ich nicht sehen. Haben Schlimmeres gesehen. Das war unsere Heimat. Mir ging es so, als ich ins Dorf Omi zurückkehrte. Man muss sich der Vergangenheit stellen.
umzingelt vom Feind. Yarikawa hat keine Chance. Yuna, wo ist der geheime Eingang? Siehst du den Fluss an der Stadtmauer? Bring uns dorthin. Ich mache den Rest. An der Armee kommen wir nicht vorbei. Und was, wenn wir den Eingang finden und die Mongolen uns sehen? Wir verurteilen die Stadt zum Tod. Taka, ich habe eurer Schmiedekunst vertraut. Jetzt müsst ihr mir vertrauen. Ja, mein Herr. Ich weiß nicht, wie wir es zum Fluss schaffen sollen. Wir finden einen Weg. Wir könnten die Mongolen angreifen, sie weglocken. Bitte. Nein. Taka hat recht. Zu riskant. Gegen so viele Mongolen sind die Mauern machtlos. Die Asaume-Bucht ist gefallen. Yarikawa wird es auch. Ich kenne diese Leute. Sie ziehen den Tod der Sklaverei vor. Der geheime Eingang war immer dort drüben, hinter dem weißen Baum. Hoffentlich haben die Mongolen ihn nicht entdeckt. Wir müssen nur einen Weg durchs Lager finden. Sobald wir im Wasser sind, sollten wir den Eingang leicht finden können, ohne entdeckt zu werden. Das ist unser Plan? Durch ein riesengroßes Mongolenlager schleichen und hoffen, dass der geheime Eingang aus unserer Kindheit noch immer da ist? Bleibt bei mir, Taka. Verlasst euch drauf. Gehen wir. Ich riskiere tatsächlich mein Leben, um in dieses Loch zurückzukommen. Das war deine Idee. Ich muss mich vor deinem Onkel beweisen und Geleit von dieser Insel verdienen. Ich mochte es hier. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Yarikawa ist ein hässlicher Ort für ein Mädchen, das bettelarm ist. Seid ihr deswegen gegangen? Nein, ich habe uns Ärger eingebrockt. Du konntest nichts dafür. Freunde, das wird schon. Sicher, dass das eine gute Idee ist? Seid fluchtbereit. Die Schatten haben wir auf unserer Seite. Alles gut. Ich kann nicht mehr. Folge einfach Jin zum Fluss. Immer schön in Deckung bleiben. Und die Augen aufhalten. Nie unvorsichtig werden. Früher fingen wir hier Libellen. Stimmt's? Wir taten so, als wäre einer ein Yarikawa-Samurai. Und die andere, ein Shimura-Samurai. Shimura verlor immer. Interessante Wahl. Yuna, es wäre cool, wenn du auch hierher kommst. Wird auch noch benutzt. Sie haben wohl deshalb so lange durchgehalten. Scheint ein geheimer Ein- und Ausgang zu sein. Wenn wir oben sind, überlass mir das Reden. Deine Heimatstadt. Wer seid ihr? Wie seid ihr reingekommen? Mein Bruder und ich sind hier geboren. Haben die Mongolen euch gesehen? Nein. Wir sind hier, um ihre Belagerung zu brechen. Sagt mir zuerst, welchem toten Samurai ihr die Ausrüstung gestohlen habt. Er ist kein Dieb. Er ist der Geist. Der Geist? Ich bringe euch zu Uchimasa. Aber gebt Acht. Hier ist jeder bewaffnet. Los, sagt es dem Statthalter! Wird gemacht! Uchimasa. Das ist der Name von Fürst Yarikawas jüngstem Sohn. Doch mein Onkel zerschlug ihren Clan, als er sie besiegte. Die Familie regelt hier noch immer alles. Inoffiziell. Dein Onkel hat eine Rebellion beendet und dafür gesorgt, dass eine Generation den Shimura-Clan hasst. Die Mongolen überqueren die Brücke! Ihr drei, mir nach. Und bleibt dicht dran. Was ist hier los? Da passiert was am Haupttor. Das klingt nicht gut. Das ist ihr Anführer! Werden die etwa angreifen? Nicht wehtun! Oh. Finden wir raus, was sie wollen. Armament, Bürger von Yarikawa. Ich bin Temuge, Anführer dieses Kriegstrupps. Ich lernte eure Sprache, um euch eine Zukunft anzubieten. Öffnet eure Tore, bevor mein Lager die schwarze Flagge hisst und euch wird große Gnade zuteil. Weigert euch und euch widerfährt schreckliches Leid. Trefft eure Wahl.
Yarikawa. Sie gehen. Los jetzt. Wenn Yarikawa sich ergibt, bekommt Fürst Shimura keine Armee. Keine Sorge. Die sind zu stur, sich zu ergeben. Wenn sie es nicht tun, gibt es ein Blutbad. Sie brauchen meinen Onkel so sehr wie er sie. Nur gemeinsam haben wir eine Chance gegen die Eindringlinge. Die Leute hier erinnern sich ungern an Fürst Shimura. Wenn Yarikawa überleben will, muss es die Vergangenheit loslassen. Leichter gesagt als getan. Uchimasa weiß, dass ihr hier seid. Geht ihr vor. Ich schaue nach dem Schwertschmied. Jetzt bin ich mal gespannt. Fürst Sakai. Uchimasa Yarikawa. Dass Fürst Shimuras Neffe hinter dem Geist steckt, hätte ich wirklich niemals gedacht. Seid lieber vorsichtig, sonst bestraft er euch. Wie schon meine einst große Familie. Für die Rebellion gegen euren Jito. Das ist Jahre her. Wir alle haben jetzt größere Sorgen. Wer ist das? Eure Dienerin? Ich stamme von hier. Doch ihr helft dem Shimura-Clan. Nein, ich kämpfe für Fürst Sakai. Für den Geist. Wir können helfen, die Belagerung zu brechen. Dafür erbittet Fürst Shimura eure Hilfe. Die Mongolen wollen das Festland erobern. Sie werden bald abziehen. Und Yarikawa wird überleben. So wie immer. Das hätte besser laufen können. Suchen wir Taka. Uchimasa ist ein Narr. Er kann überzeugt werden. Die ganze Insel brennt. Und Yarikawa als nächstes. Wenn ihn das nicht überzeugt, was dann? Ja, ich denke mal, ein Hinterhalt. Oder die Zerstörung Yarikawas. Taka hat diesen Schwertschmied täglich besucht. Wenn er Metall übrig hatte, ließ er meinen Bruder so tun, als würde er Schwerter schmieden. Taka? Kannte dich der Schwertschmied noch? Shinsuke ist verstorben. Es ist sein Sohn. Wie lief es? Uchimasa glaubt, sie könnten die Belagerung aussitzen. Laut dem Schmied sind die besten Bogenschützen gegen die Mongolen losgezogen. Gegen Uchimasas Befehl. Sie sind seit Tagen vermisst. Wenn wir sie finden, helfen sie uns womöglich gegen die Mongolen. Das könnte auch die Stadt überzeugen. Such mich bitte in Alt-Yarikawa auf. Dort suchen wir nach ihnen. Und zeigen Yarikawa, wie man sich wehrt. Genau, Kampfgeist. Das war eine sehr geschichtliche Mission, könnte man jetzt so sagen. Shinsukes Sohn. Da ist also nicht viel passiert, sage ich mal so. Was nicht schlimm ist. Es treibt auf jeden Fall die Geschichte an. Er ist so klein. Verbessern, mein Herr. In meiner Erinnerung. Wenn ich schon mal hier bin, warum nicht? Stunden. Spiegelblank poliert. Ich musste dich wegzerren. Kann ich die nächste auch? Sehr gut. Verzeiht. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Kein Problem, ich wollte nur gucken, was ich noch gebrauchen könnte. Euer Schwertarm beschützt uns alle, mein Herr. In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Rüstungsfarben. So, das ist Sakai Clan Rüstung. Ja, lade in Rot. In Weiß. Das Laden dauert immer ein bisschen lange. Ja. Ich glaube, der Farbe gefällt mir die sogar besser. Aber ich lasse sie trotzdem schwarz, weil ist einfach schicker. Gosakus Rüstung. Auch in Rot sehr, sehr schick. Aber ich glaube, ich bleibe bei dem Orange. Das sieht einfach schicker aus. So, und hier haben wir ja uns für diese entschieden. Ach, das ist die Samurai-Rüstung, die wir haben. Die haben wir nur in Weiß.
Ah, okay. Also, da ist jetzt nichts großartig dabei, was ich haben wollen würde. Nö. Bogen aussehen. Hüte. Das passt zur Rüstung. Ja, aber auch aktuell ist nichts dabei. Danke für alles, was ihr tut, mein Herr. Ich bearbeite Metall, Holz und Stoff. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Okay, der hat nichts. Na, wohin will mich der goldene Vogel bringen? Ach, zum Geschenkealtar. Seht euch an, was ich für euch tun kann, mein Herr. Und ein Legendenerzähler ist auch hier. Da haben wir doch gerade eben was gegrabt. Oder ist hier ein Geheimnis? Nö. Was haben wir hier oben? Okay, ich wollte keine Verbeugung machen, aber okay. Okay, ist der Legendenerzähler. Ich will euch von Dämonen und den Geistern erzählen, die sie bekämpften. Vielleicht irgendwann mal. Ich habe ja gehört, das soll auch ein bisschen Story enthalten. Vielleicht nach der Hauptstory Tsushimas. Darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? Euer Schutz ist meine Pflicht. Ja, leider habe ich nicht mehr genug. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Danke. Ja, ich weiß. Ich habe meine ganzen Vorräte ins Schwert gesteckt, was nicht so schlimm ist. Ja, dann... Alt-Jarikawa, ne? Schnell mal einen kleinen Teleportsprung machen. So, und dann auf zu Yuna. Nobu? Du bist ein braves Pferd, Nobu. Ja, man hat's nicht vergessen. Man möchte dem Shimura klar nicht helfen. Gut, kann ich auch nachvollziehen. Ist jetzt nicht so, als wenn das der beliebteste Clan wäre. Tut es dir nicht. Weißt du noch, der alte Fischer mit 6 Zehen? Wohnte er nicht in einem dieser Häuser? Wechsle nicht das Thema. Yuna, was macht er denn hier? Was? Der Schmied? Was er hier macht? Ihr Bruder, der wird wahrscheinlich nicht mehr von Yunas Seite wechseln, weichen. Aber bevor wir mit dem Kapitel mit Yuna weitermachen, würde ich erstmal mich bei euch bedanken und mich verabschieden für den nächsten Part, denn das kann vielleicht ein etwas längerer Part werden. Ich weiß es nicht, wie lange die Geschichte geht, ob die gleich nahtlos in die nächste fließt, bis wir dann quasi sein Segen für die Hilfe haben. Man weiß es nicht, aber wir werden es früher oder später herausfinden, wenn ihr wieder einschaltet zu Ghost of Tsushima. Bis dahin sage ich danke und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.